So, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Long Dark mit der Schlumpfertruller am Rätselsee. Ich bin gerade eben aufgewacht. Wir werden mal schauen, ob wir noch genug Wasser haben. Und wenn dem nicht so ist, dann sollte man vielleicht noch mal was abkochen, weil unterwegs ist das ein bisschen schwierig. Also werde ich jetzt mal ein bisschen Feuer machen, so ein ganz kleines bisschen mit Streichhölzern. Das soll es diesmal reichen, weil Holzkohle nehmen. Interessant. Entwickelt die sich jedes Mal, wenn wir Feuer gemacht haben? Das ist interessant. Was weniger interessant ist, dass ich hier alles nochmal machen muss, nachdem ich die Holzkohle genommen habe. So, also mein Plan sieht heute vor, dass wir hier beim Lagerbier rausgehen und dann haben wir die Anhöhe so ein bisschen hoch, weil da ist ja auch eine Höhle und dort findet man auch hin und wieder coole Sachen. Und vielleicht finden wir dort ja noch irgendeine coole Klamotte. Das wäre super. Leute, ich sag euch was. Es ist irre heiß und ich breche mir volle Kanne einen Zacken aus der Krone. Für läppische 50 Views. Das, wenn sich das nicht ändert, ja, dann steige ich aus. Nein, tue ich nicht. Tue ich natürlich nicht, weil ich mache das eigentlich aus Jux und Dollerei. Ist so, ist wirklich so. So, dann wollte ich noch was ausprobieren. Ich wollte dich jetzt ein bisschen schockieren. Wir können mich hier umschalten. Und wenn wir hier umschalten, ist aber auch schwachsinnig hier. Dieses. Oh, verdammt! Ich habe gedacht, der Pfeil zeigt an, ob ich jetzt was von da nach da oder von da nach da tun will. Aber nein. Shit. Jetzt habe ich die Kacke wieder am Hals, ne? Es ist also definitiv ein Bug. Da gibt es keine Ausreden, da will ich auch nichts hören. Für mich ist das ein Bug. So. Es hat merkwürdigerweise so komisch geknistert. Also haben wir wahrscheinlich hier oben sowas mitgenommen. Ich habe schon gedacht. Dass da den ganzen Feuerstahlmist haben wir mitgenommen. Die Zeitung wahrscheinlich auch. Die brauche ich eigentlich gar nicht, weil mir reicht ehrlich gesagt sechsmal reguläre Zunder. Wir müssen schauen, dass wir jetzt ein bisschen Kram einfach losbringen. Ich werde auch hier einmal Kaffee lassen. Da fragt er mich nicht. Willst du alles da lassen? Nee, ne? So. Oh. Ein paar viele Messer haben wir auch halt. Wir nehmen das natürlich. Jetzt haben wir hier drei. Das ist ganz verrückt. Also, wie gesagt, wenn man so ein bisschen Interloop auch gespielt hat und sieht dann drei Messer, die irgendwo in der Schublade liegen, dann denkt man, das kann man gar nicht glauben. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. So ein bisschen. Und ich denke auch nicht, dass wir hier drin zwei Nähsets brauchen, aber ich behalte das eine mal. So, die eine Zeitung noch raus. Stoff ist ein bisschen wenig, aber vielleicht findet man ja noch was. Hier müssen wir mal schauen, dass wir nochmal Hagebutten zusammenbekommen. Und ich werde jetzt definitiv hier nochmal Angelhaken fertigen. Einmal. Und dann packen wir den restlichen Kram, also die hier, weil Schrott ist hier einfach unheimlich selten. Einmal, weiß nicht, eigentlich können wir das komplett wegschmeißen, ne? Aber Schrott ist hier gerade hier hinten in der Ecke selten. Deswegen trage ich den ganz gerne daher. So, und diesen Mist finde ich nicht gut hier mit dem Kreismenü, dass man das so lange geklickt. Ich finde das nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist keine wirkliche Verbesserung. Halt, so. Mit 30 halt nochmal eine zurück. Wir stellen nämlich jetzt nochmal so einen Verband her. Hier Bartflechtenverband. Vielleicht auch 2, 3. Weil das habe ich völlig vernachlässigt. Ich meine, auf den Schwierigkeitsgrad ist es nicht so schlimm, ne? Haben wir fast schon wieder Mittag. Sie hat überhaupt nichts gemacht. Das können wir theoretisch herstellen. Das machen wir. So, ich muss mein Mikro mal so ein bisschen. Und wie gesagt, Leute, es ist irre heiß. Im Übrigen sind heute schon meine neuen Kletz gekommen für meine Radschuhe. Ich habe dann am Sonntag, glaube ich, das bestellt. Sonntag? Weiß jetzt gar nicht mehr. Kann auch Montag gewesen sein. Aber es ging relativ schnell und habe die dann schon draufgeschraubt. Und ja, da bin ich schon mal sehr zufrieden. Und die anderen waren total im Arsch. Also ein Wunder, dass die. Es hätte nicht mehr viel gefehlt, ne? Noch so ein paar heftige Antritte oder Bergfahrten, Wiegetritt. Dann wären die wahrscheinlich zerbrochen, regelrecht zerbrochen. Dann hätte ich aber ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt, sage ich euch.
So, haben wir eigentlich hier noch, können wir noch so ein Bad flechten? Können wir theoretisch noch einen herstellen? Es ist weg. So, jetzt gehe ich nochmal gucken. Bartflechtenverband. Ich kann euch sagen, die hier draußen, die gehen mir so was von auf den Ketten. Ja, also mit der Baustelle. Erst haben sie ja dieses Haus abgerissen, wo ich gesagt habe, da fahren die LKWs so ein bisschen hin und her. So schaut das jetzt aus, der Bartflechtenverband. Brauchen wir da keine Binden mehr dazu? Moment mal. Moment mal, ich möchte was nachschauen. Und jetzt machen die da halt neue Häuser hin, ne? Und das hört halt nicht auf mit dem Krach. Und dann hast du die Hitze. Also hier drin, keine Ahnung, wie heißt, doch, kann ich euch genau sagen, wie heißt das ist? Sogar sehr genau. Augenblick mal. Ach, mir, Moment, das steht ja auch auf dem Display, vielleicht. Ach, das ist jetzt schwierig, weil der aktualisiert das bloß alle oder zeigt mir das alle Minute zweimal an. Also ich will das jetzt schon mal ablesen, ja, extra für euch. 28,9 Grad und das ist ziemlich genau. Also 28 Grad, das geht ja noch. 28,9 Grad sind es ein bisschen weiter unten, bei mir hier oben sind es wahrscheinlich 30 Grad. Und dazu dieser Baulärm draußen noch, ja, also brauchst du Nerven wie Drahtseile. So, aber was ich mal wissen wollte, ob wir das hier zum Kreismenü hinzufügen. Das sollten wir machen. Nein, nein! Ach, bist du blöd! Nicht anwenden! Was soll denn die Kacke? Da hier raus darf ich das anwenden. Diesmal. Das ist irgendwie komisch. Also es ist schon noch ein bisschen durcheinander. Also zum Kreismenü hinzufügen. Zurück. Hier hätten wir auch was zum. Brauchen wir den Tee? Lackbowling. Tee stärkt das Immunsystem und wirkt ähnlich wie ein Antibiotikum. Das tun wir auch mal hinzu. Und die Notfallspritze tun wir auch mal hinzu. Macht zwar keinen Sinn auf dem Schwierigkeitsgrad. So, und jetzt gucken wir mal. Ah ja. Aber oh, jetzt haben wir auch zwei Notfallspritzen hier. Okay. Kann ich jetzt auch hier beim Kreismenü? Moment mal. Ich muss hier nochmal zurück. Kaffee fügen wir auch mal hinzu. So, aber was wir immer noch nicht gemacht haben, ist Wasser gekocht. Das lassen wir hübsch da hier, das Holz. Aber das brauchen so für Fallen und so ein Kram. Und also ihr hört das bestimmt auch da draußen mit dem Baulärm, ne? Also wie Holz haben wir da nicht da? Nee, wir machen das hier nicht mit dem Feuer. No, niet. Niente. Bei mir klebt alles. Hier, da klebt sogar mein Papier, was ich mir hergelegt habe. Was so ein bisschen die schwitzigen Arme vermeiden soll. Aber wir haben kein Gewehr, ne? Brauchen wir ein Gewehr? Jein, ich nehme es mal mit. So, jetzt gehe ich nochmal gucken. Ja, 36 Kilo, das lässt sich verkraften. Und die Thermoschuhe, die repariere ich später. Wir gehen erstmal so ein bisschen hier hoch. Das wurde doch verändert. Das sieht anders aus. Naja, kann ich nicht genau sagen. So, auf dem Weg zur Höhle werden wir noch ein bisschen Holz aufsammeln, sofern wir was finden. Und dann werden wir vielleicht in der Höhle was kochen. Wenn das Wetter schlechter wird oder so. Das passt nämlich auch. Also selbst wenn wir nichts kochen oder so, werden wir nicht gleich verdursten. Wir haben noch einen halben Liter und der Weg ist so kurz, dass wir jederzeit den Abhang einfach runterrollen können. So sieht's aus. So, und hier drüben ist der Turm. Da gehen wir dann in der nächsten Folge hin.
Mir geht es in diesen Schnupperfolgen eigentlich so ein bisschen darum, die Welt zu erkunden, gucken, was sich verändert hat, auch so gucken, was sich im Menü verändert hat, all diese Dinge. Ne? Und dann kann man immer noch überlegen, macht man irgendwie, beginnt man nochmal eine LP, spielt man einen anderen Schwierigkeitsgrad, spielt man auf Interloop, obwohl ich habe ehrlich gesagt, momentan reizt es mich überhaupt nicht. Null. Ich fühle mich sozusagen ausgelastet, ne? Also ich muss meinem Ego nicht daran reiben. So. Jetzt in der Hitze kann ich sowieso nichts machen. Also kann man schon was machen, aber es ist einfach brutal. Und laufen werde ich heute Abend und vielleicht fahre ich dann, aber ich oh, die haben das verändert. Ja, das ist total anders. Wir müssen hier runter. Also landschaftlich ist es ein bisschen umgestaltet. Hier müssen wir her. Auch das hier, ne? Das ist ein bisschen abgeflachter. Hier oben liegt was. Ja, und hier das... Da müssen wir mal schauen, dass wir hier vorsichtig... Abseilen, da ist ein Karnickel. Wir könnten noch ein, zwei schießen. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, aber wenn wir immer jeden Tag eins schießen, nehmen. Oder dann noch eins. Dann haben wir relativ früh Kaninchenpelzfäustlinge. Obwohl die Handschuhe, die wir anhaben, auch sehr gut sind. Mal abgesehen. So, die anderen haben so ein bisschen das Weite gesucht. Die lassen wir mal noch ein bisschen hoppeln und sich in Sicherheit wiegen. Und wenn sie dann denken, ach, die Welt ist friedlich, dann ziehen wir ihnen das Fell über die Ohren. So, der hat ein Buch dabei. Jetzt haben wir schon zwei von der Sorte. Zur Abwechslung nochmal einen Feuerstahl, eine Gewehrpatrone. Das ist die, die wir eben so ein bisschen verschossen haben. So, Temperatur, gucken wir mal. Wie es aussieht, wenn ich jetzt hier irgendwie was machen würde. Kreismenü, Feuer, Schlafsack. Ich will das nochmal testen. 14 Grad hätten wir da. Ja, ich glaube, ich werde mich dann aufs Rad schwingen und einfach fahren, weil dieser Baulärm und die Hitze hier, das geht mir tierisch auf den Sack. Also... So, da ist noch ein Hoppelhase. Verdammt. Das nehme ich. Jetzt bräuchten wir noch eins, dann hätten wir vier. Ich bin der Todesschütze. Nehmt euch in Acht, ihr Bestien. Was für eine Bestie, ne? Ein Karnickel, eine richtige Heldentat war das. Drei Heldentaten an einem Tag. So, das Holz nehme ich natürlich mit runter. Wenn ich dann so ein bisschen den Abhang runterkugel, ne? So, und wir müssen mal gucken. Jetzt haben wir es Mittag. Das heißt, wir können hier oben dieses Reh, was da liegt, das können wir noch so ein bisschen ausweiten. Die Temperatur sagt, das sieht gut aus. Wenn wir schlechtes Wetter bekommen, auf dem Schwierigkeitsgrad ist es Wumpe. Das ist zu 100% gefroren, aber das ist mir ziemlich egal, was das ist. Wieso hat sie nur einen Darm rausgeschnitten? Ist sie doof? Ach so, ich habe wahrscheinlich nur einen angeklickt, ne? Im Eifer des Gefechts habe ich mich da so ein bisschen verklickt. So. Eine Feder. Eine einzige, das ist ja lächerlich. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir uns hier abseilen, was wahrscheinlich nicht geht. Wir werden so ein bisschen Abhang runterkugeln. Aber ich bleibe mal kurz stehen, wir sind schon ein bisschen nass, ne? Pepper ist ganz nass. So.
Wir stinken schon wieder bis zum Himmel, ne? Wegen den ganzen toten Bestien, die wir so im Beutel haben. So. Wohlan, wer jetzt in einem klimatisierten Raum sitzt, obwohl das auch nicht gesund ist, überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel mal in Amberg eine Zeit lang Taxi gefahren, so nebenbei. So ein anderthalbes Jahr, mir hat der Job irre Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil ich die Menschen so interessant fand. Ich finde Menschen einfach unheimlich interessant. Und das war das Spannendste an dem ganzen Job. Und ich habe echt furchtbar interessante Menschen kennengelernt. Und also wer da irgendwie Bock drauf hat und irgendwie sagt, ich will einfach viele verschiedene Menschen kennenlernen, fahrt Taxi. Außerdem lernt ihr eure Stadt zum sehr gut kennen. Was von Vorteil ist, die gut zu kennen. Und auch so die Kneipen, Ladenbesitzer, alles so ein bisschen. Auch so ein bisschen die Unterwelt lernt man kennen in der Stadt. Teilweise kann man auch sehr gutes Geld verdienen. Ja, und so mein Hauptauto, was ich gefahren habe, was ich jetzt gefahren habe, oder für denjenigen, wo ich gefahren bin, das hatte keine Klima im Sommer. Und das war schon Junge, Junge, also nicht ohne. Mit der Zeit hat man sich dran gewöhnt, ja, aber das ist schon nicht ohne. Gerade wenn man in der Stadt so ist, also Stadtverkehr, wenn es heiß ist und so. Und ja, für die Fahrgäste ist es genauso so bekackt. Aber das war schon anstrengend. Da ist dir schon ab und zu mal das Arschwasser so ein bisschen runtergelaufen, ne? So. Wir stinken zum Himmel. Ja, also ich finde das Symbol. Das ist jetzt nicht unbedingt, weil es sieht so ein bisschen, man könnte es vermuten, dass es nüftelt. Aber wenn man da einen Stinktierschwanz, wenn man da so ein Stinktier dran machen würde, mit so Wölkchen oder mit diesen Flames da hinten dran, dann wäre es offensichtlicher. Oder man könnte auch wie so ein Fleischhaufen machen. Dann sieht es halt ein bisschen aus wie ein Kackhaufen. Aber dann wäre es offensichtlich. Das sieht so aus, dass es mehrfach interpretierbar, aus meiner Sicht jetzt. Also man könnte meinen, dass es Flammen sind, dass es was mit Licht zu tun hat. Also mit Licht und von der Symbolik her, Licht, Feuer, Flammen, sowas in der Richtung. Dass man da zum Himmel stinkt, ja, da würde ich gar nicht drauf kommen. Wenn ich das nicht wüsste, wenn man es weiß, ist es was anderes, man kann ja alles nachlesen, aber wenn man das intuitiv, und darum geht es mir so ein bisschen, wenn ich so Spiele neu kennenlerne, dann interessiert mich auch, wie ist das gestaltet, und das finde ich dann ansprechend. Und wenn man da irgendwie nicht durchblickt jetzt vom Gameplay her oder wenn es nicht eindeutig ist, dann ist es schlecht designt. Was ja bei Long Dark nicht der Fall ist, aber die Veränderungen teilweise, die sie jetzt machen, finde ich, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Doch, weiß ich schon. Es ist teilweise Humbug. So wie es halt immer ist. So. Ein bisschen was müssen wir weglesen. Wir müssen aber auch ein bisschen was grillen. Ja, dann können wir nämlich auch unsere Klamotten so ein bisschen. Na, pass mal auf jetzt. Wir zerlegen, wir machen jetzt hier die Zerlegeeinheit. Haben wir genug Holz? Ja. 48 Minuten, ey. Ein so ein scheiß Hase. So, weg ist er. Zurück. Heute ist Zerlegetag. Aber gefroren ist das Vieh nicht, ne? Wir müssen ja so ein bisschen dahinter kommen, wie das alles so tickt. Baumaschinenlärm. Die armen Bauarbeiter da draußen. Ich meine, die sind es gewöhnt, das ist klar. Trotzdem, tun mir schon ein bisschen leid da. Auf dem Rad, solange man fährt und keine Berge unbedingt fährt oder Berge mit Gegenwind, geht's. Sobald man ins Stehen kommt, ja, es wird dann schon heiß. So, was wir aber machen müssen, wir müssen so die Felle so ein bisschen auf den Boden knallen. Wo sind die alle? Hier.
alles. Das lege ich so ein bisschen daneben halt. Das daher. Ja, machen wir so. Wir haben ja oben nochmal welche, ne? Och, ist eigentlich nicht schlecht. Aber hier, das merkt man, dass das grafisch noch alles in den Kinderschuhen steckt. Und das zeigt dann auch so ein bisschen, dass das auch noch so eine halbe Entwicklerversion ist, ne? Von daher auch hier mit den Stinke. Jetzt stinken wir nicht mehr ganz so sehr zum Himmel. Wie ihr da sehen könnt. 25 Stöcke. Holzkohle nehmen. Ach so. Ach, bin ich blöd. Ich wollte doch noch was machen. Ich wollte eigentlich da oben das mit der Höhle kartografieren. Das habe ich nicht gemacht. Jetzt habe ich den Salat. Ich gehe jetzt nochmal hier oben zum Bahndamm und werde nochmal kartografieren. Und wir stinken zum Himmel. Wie die Kuh aus dem Popo. Ich stinke zum Himmel. Das Einzige, was noch mehr stinkt, ist das Stinktier, aber das kommt in dem Spiel nicht vor. Es sei denn, wir malen so einen Hase an mit der Holzkohle. Oder ein Wolf. Wie heißt denn dieses Stinktier? Fred, das Stinktier, der Französisch spricht. Ihr wisst schon, wen ich meine, ne? So, was ist das da? Heißt der Fred? Nein. Aber ich finde ihn so cool. Und ich wollte hier nochmal kartografieren und gucken, was passiert. Ich gucke erstmal auf die Karte. Okay, das haben wir. Mache ich jetzt. So, jetzt haben wir. Ach so, ja, es ist. Das heißt, willst du viel kartografieren, dann musst du Feuer machen, malen. Feuer machen, malen, Holz sammeln, Feuer machen, malen, Holz sammeln, Feuer machen, malen, essen. Malen, Feuer machen, Holz sammeln. Und so. So, dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit rein. Gott sei Dank übertönt der Baulärm unserer Schlumpertrulla ihr Gejammere, ne? Hunger, kalt, müde, ihr wisst schon. Das kann ich jetzt überhaupt nicht hören. Es tut mir furchtbar leid. Ich glaube, ich mache das Fenster noch ein Stück weiter auf. Aber wenn wir so zum Himmel stinken, dann kann natürlich der böse Wolf kommen und uns richtig heftig in Popo kneifen. Ich wollte mich eigentlich hier so ein bisschen. So sieht's aus. Das können wir auch zusammenhacken, weil wir nämlich ein Beil haben. Nicht dieser Kack hier auf Interlooper, ja? Wo man noch gucken muss, was man zerhackt, weil. Was macht denn das? Achso, 1 Stunde 30. Weil ja das mit den Ressourcen auch so ein Problem ist, ne? Wisst ihr ja, oh. Hier kommt eine Hochgeschwindigkeits-Schlumpertroller. Hui. Naja, das ist kein Problem. Aber ich nehme an, wenn ich jetzt hier gucke. Nee, es ist warm. Aber wir stinken immer noch zum Himmel durch das ganze Fleisch, was wir so ein bisschen im Beutel haben. Wir stinken zum Himmel. Also das Symbol würde ich anders gestalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das in der Mitte, ich weiß nicht, ob man das da haben muss. Ich denke, das kann man ja hier unten links und rechts auch mit anordnen. Also neben dem Gewichtssymbol zum Beispiel, da kann das mit hin, das muss nicht mittig sein. Warum soll das ausgerechnet mittig sein? Ich nehme mal an, um den Spieler darauf hinzuweisen, dass es das jetzt zukünftig gibt. Also ich würde das dann so machen, um ihn so ein bisschen mit der Nase drauf zu stoßen. Und dann später nämlich würde ich es rausnehmen und hier unten irgendwo hinpacken. Das würde es vielleicht erklären. Aber das Symbol muss umgestaltet werden. Also ich würde es ja gerne mal versuchen. Come on, little fire. Ich würde da so ein kleines Stinktier hinmachen. So ein kleines Popoloch. Ja? Man könnte auf einfach so eine Art Fleischhaufen. Oder so eine Art Reh, totes Reh. Oder ein totes Kaninchen unten drunter machen mit diesen Flames.
dann wäre das Ganze logisch. Wenn man es weiß, ist es was anderes. Aber so, wenn jetzt jemand neu einsteigt, dann denkt er sich auch, was soll denn das bedeuten? Ist ja logisch. So. Ich möchte eigentlich nicht alle Stöckchen hier verbraten. Ein paar lege ich ganz gerne hier ab. So ist gut. Und so holztechnisch schmeiße ich jetzt noch ein bisschen was rein. Haben wir ja genug. So. Und dann lege ich auch noch zweimal mindestens ab. Ach, ich lege nochmal ab. So. 8 mal 100 ist fast ein Tick zu viel. Ich werde auch, na gut, jetzt grillen wir erstmal das Fleisch so ein bisschen weg und machen Wasser. Als erstes mache ich uns mal einen Liter Wasser. Weil verhungert ist man nicht so schnell, wie als was man verdurstet ist, ne? So. Wir können das auch reinigen, aber das Reinigen solltet ihr machen, wenn das Feuer aus ist. Sonst verbraucht ihr den Brennstoff auch in der Zeit, wo das gereinigt wird. So. Dann essen wir uns heute mal mit Kaninchenfleisch so ein bisschen satt. Das reicht jetzt, um so ein bisschen essen und trinken zu können. Schimmeliges Reh, garen. Wir haben eigentlich überhaupt... Ja, schaut. Oh Mensch. Da klebt... Aber es hilft ein bisschen. Ich könnte mir natürlich auch hier meine Armstulpen anziehen. Weiße Armstulpen, die saugen das auch so ein bisschen auf. Also beim Radfahren ist das super teilweise im Sommer. Auch wenn es heiß ist. Das kühlt mehr als nackte Arme. Am besten kauft man sich die dann in Weiß ganz dünn. Die gibt es direkt. Die nennt sich dann so UV-Armlinge. Müsste man danach suchen. Und da gibt es verschiedene Qualitätsstufen. Die sind ziemlich dünn. Und zum einen tankt ihr dann nicht mehr so wie Sonne. Und zum anderen, weil der Schweiß halt verdunstet dort drin, kühlt das einfach mehr als auf der nackten Haut. Komischerweise. So. Und es trieft nicht so. Also die Brühe läuft ja auch nicht so in die Handschuhe. Lackbowling-Tee. Kräutertee. Haben wir, glaube ich, im Sack. Haben jetzt alles weggegrillt? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich mache uns mal hier noch 1 Liter. Das müssten wir eigentlich schaffen. Jetzt haben wir 2,27. Da machst du nochmal einen halben. Also sie hängt eh schon ein bisschen in den Seilen, aber das ziehen wir jetzt knallhart durch. Ganz egal, ob sie Durst hat oder nicht. So. Ja. Jetzt heul doch nicht schon wieder. So, das Gewehr haben wir nicht abgelegt. Aber, apropos. Wir haben jetzt in der Flinte, wir haben ja so ein bisschen geschossen, ne? 7. Das heißt hier, das fülle ich immer so ein bisschen auf, dass ich ein volles Magazin einfach habe. Ja, also das fand ich heute eigentlich sehr erfolgreich. Notfalls kann man ja hier das zersägen und hat dann einfach Schrott, ne? So, also. Was können wir denn mal runterwerfen? Also ist das alles an Fleisch? Wir haben doch... Ja, das stimmt. 1 Kilo Essen? Ist ja nichts dran an dem Vieh. 450 Kalorien. Kennt ihr ja schon. Ich trinke mal lieber was, bevor sie mir total aus dem Latschen kippt. Wenn sie das Kaninchen irgendwie quer runterwürgen muss. Noch frisst die einen Scheunendrescher. 3 Karnickel verdrückt. Das können die ihre Großmutter erzählen. So, ich weiß, das ist ein Köder. Ah, Moment. Ja. Das ist eigentlich ein sehr schöner Köder, so wie wir den jetzt haben.
Und diese angeknackste Milch. Ach so, ich bin so satt zum Essen. Na, das soll uns doch mal recht sein. Das ist doch mein Projekt. So. Unsere Fackel leuchtet auch noch so ein bisschen. Und hier sind unsere ganzen Klamotten drin. Reparieren kann ich jetzt nichts. Die Mütze könnte ich jetzt raustun, ne? Wenn wir hier schon die Maske haben und eine so eine Mütze, dann macht das keinen Sinn. Der Schal wäre in dem Sinne Stoff. Die Sportweste, ach nee, das ist eine Daunenweste. Aber wir werden so eine Mütze zerlegen. Eine zumindestens. Nee, ich zerleg den Schal. 100 Gramm. Hübsch und warm. Nö, ich heb den mal auf. Falls sie sich langweilt und was anderes anziehen will, ich werde so eine Mütze zerlegen. So. Tja. Das müsste sie noch machen. Und was haben. Hier müssen wir auch mal nachschauen, ne? Also, ich habe bisher 15% der Welt erkundet. Ich habe 5 Stunden mich ausgeruht. Am Tag 6. Ach so. Kalorien haben wir so und so viel verbrannt. Guck an, guck an. Hier gibt es eigentlich auch nichts. Ja, ein bisschen was lernen, das machen wir demnächst mal. Um einfach zu gucken, wie das so tuckert. Aber jetzt hauen wir uns erstmal aufs Ohr. Dringend. Was passiert eigentlich, wenn ich 11 Stunden schlafe? Widerlich. Macht sie, wie es aussieht, hat sie tatsächlich 11 Stunden gepennt. Und wir haben den nächsten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.